Ja, Leute, fast da, aber auch das hier wollte ich euch noch zeigen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Also, das Lager von dem Augentypen ist nicht weit entfernt. Außerdem ist die Aussicht hier sehr schön. Na gut, jetzt ist sie schon weg, aber. Versteck von Falschauge entdeckt. Okay, es bringt auch. Okay, es war in eine andere Richtung, aber es bringt auch noch 20 Erfahrung. Und er ist wieder in einem Dungeon. Nicht so wie sein Bruder. Das Bild kenne ich, glaube ich, noch nicht. Also, das ist jetzt mal dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas seht. Ich zünde jetzt einfach mal eine Fackel an. Und hoffe, dass man. Okay, das war jetzt doof. Und hoffe, dass man überhaupt irgendwas erkennt. Okay. Da hat irgendeiner ein Schwert gezogen und das scheint. Das sind mehrere. Okay, der gehört scheinbar zu dieser Sildona-Gang-Gruppe. Was auch immer. Und wir spielen wieder Wasserkampf. Bandit. Stimmt gar nicht. Dann ist irgendwie Vorschmuggler nochmal eine Stufe Bandit oder sowas. Also irgendwie Taschendieb, Streuner, Bandit, Schmuggler, nehme ich mal an. Wirklich durchsteigen tue ich dabei auch nicht mehr. Okay, die machen ordentlich Damage. Und schon wieder fast keine Heiltränke mehr. Also irgendwie. Aber es sind auch nur zwei, also. Also irgendwie läuft es nicht sehr gut. Jetzt muss ich irgendwie hier rauskommen, damit ich die aus der Entfernung abschießen kann. Okay, hier scheint es nicht hochzugehen. Na gut. Nochmal. Hat sich jetzt. Na gut. Und trotz der Dunkelheit versuche ich jetzt mal den Bogen. Aber erst Fackel anzünden, die jetzt gleich ausgehen wird. Okay, doch nicht. Also da ist eine. Und der kommt von rechts. Ich hoffe jetzt nicht, dass da noch mehr sind und ich den jetzt gerade mit dem Rücken voraus entgegenlaufe. Das wäre dämlich. Aber wirklich gut sind die Banditen auch nicht. Ich denke, hiernach werde ich diesen Durzaminen-Dungeon da machen. Da waren auch keine Banditen, da waren nur Streuner und Taschendiebe, deswegen sollten die kein Problem sein. Ich frage mich nur, warum ich so schwach gegen die Ghule war. Haben die dann Scum? Na gut, ihr habt beide ich gekriegt die Kills und das ist jetzt noch ein garstiger Kobold oder Scump. Ja, der ist gleich tot, okay. Und bringt 50 Erfahrung. Wo ist. Okay, ich hab. Ach so, ich hab schon einen ausgerüstet, nur. Die Waffe ist das Problem. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, da ist auch noch eine Höhle. Gehe ich vielleicht erstmal dahin. Und danach widme ich dem mich dem Falschauge. Okay, hier scheinen auch die Scums hergekommen zu sein. Also ich sehe übrigens auch gerade gar nichts. Ich versuche mich so nach den Schreien von dem Viech und der Lebensanzeige zu orientieren. Wieso? Was ist denn das für ein komischer Ort gewesen, wo gerade gespawnt bin. So, und wieder zurück zu dem da. Also schemenhaft konnte ich jetzt gerade da was erkennen, dass da was ist. Wirklich viel sieht man aber immer noch nicht. Und wir sind schon wieder fast tot. Ranzig. Das reicht. Wo ist er denn? Ah, gut.
Ah, hier ist eine große Truhe. Also ich hätte es erst für einen Sarkophag gehalten, aber... Nein. Was? Stumpfes... Okay. Sogar die... Nur die stumpfe Version, ist schon fast so gut wie unsere Waffe. Naja. Aber der Feinstahl zwei Hände ist besser. Okay, scheinbar gibt's hier nicht mehr, also... Dann wenden wir uns mal dem. Ah, wir können sogar rasten. Ja, ich muss gerade mein Headset ein bisschen einstellen. Oh. Also das ist mal echt doof. Und er hat auch noch Schaden genommen. Zu geil. Ja, also die fallenden Nerim sind nicht wirklich ausgereift. Also wenn man das nicht gesehen hätte, dann hätte man sich schämen müssen. Mal sehen, vielleicht kann ich das ja im Kampf gegen den Typen auch nochmal verwenden. So. Bisschen gegen den schwenken. Ah, aber wie es aussieht, sind es erstmal Scums unsere Gegner. Irgendwie die Gejagten da werben alle nur Scums an. Der erste hat ja auch Scums bei sich. Aber der hier hatte kein Gold bei sich. Leider. Also hier müsste der jetzt irgendwo sein. Vielleicht ist er auch schon tot, aber nee. Ich wollte gerade sagen, es sah von da aus irgendwie aus wie so ein kleiner Knochenhaufen. Aber hier geht's noch weiter. Okay. Das sieht interessant aus. Boah. Gut, ich nehme es zurück. Manche Fallen sind doch relativ gut platziert. Also... Das war jetzt echt mal knapp. Also man muss auch immer auf den Boden eigentlich gucken nach diesen Druckplatten da. Das vergesse ich nur halt immer. Okay, das scheint da... Ich mache jetzt mal ein Save, wenn er mit uns sprechen will. Ja, schön, dass er sowas um sich aufgebaut hat, aber das wird ihm jetzt auch nichts mehr helfen. So. Quick Save, jetzt willst du mit uns sprechen? Nein, du willst nicht mit uns sprechen. Quick Load. Und Pfeile in den Hinterkopf. Und jetzt versuchen wir uns zu kriegen, oder? Auch nur zu treffen. Versucht er jetzt zu fliehen? Ich frage mich, warum die Kopftreffer immer nicht irgendwie gewertet werden. Also jetzt gewertet werden sie schon, aber nicht angezeigt. Ach doch. Ja, okay, dem stecken doch Pfeile im Kopf. Ja, toll. Also irgendwie sieht das fast aus wie Flügel. Ja, ein bisschen grausam, aber... So, und jetzt noch den letzten ins Herz. Falschauge ist da hinten. Also die Kopfgeldjägeraufträge sind nicht schwer. Amulett des Wandels, Intelligenzveränderung, Gift... Ach, ne, Gier und Ehre, na gut. Och, scheiße. Ja. Einer der einfachsten Fehler, den man überhaupt machen kann. Einfach mal durchs Feuer laufen. Oh, das war ein Goldbarren. Was war denn das, was ich da eingesammelt habe? Goldbarren. 350. Ja, man kann auch irgendwie Gold schmelzen und daraus auch wieder irgendwas herstellen, aber... Das werde ich, glaube ich, auch nie machen. Jetzt muss ich hier noch irgendwie rausfinden. Ich frag mich eh gerade, wie das gedacht war. Sollte man hier wirklich drüber springen? Etwas umständlich. Aber jetzt gibt's auch einen Verbrecher weniger. Das muss man sich mal vorstellen. Allein schon der erste da, Kurtus, war mehr wert als diese gesamte Räuberbande da. Dann der Typ im Wasser da, der war auch mehr wert. Der war sogar nochmal 160 mehr wert. Ne, 60 nur mehr wert. Und der hier, wie viel bringt der? 250 wahrscheinlich. Würde jetzt als nächstes passen. Also, ich weiß echt nicht, was die sich dabei gedacht haben. Und ich habe schon wieder vergessen, den Teleportzauber von der Burg da mir zu holen.
Jetzt muss ich wieder laufen. Bis jetzt habe ich nur den von der Abtei Tirin und den von Geldern oder Gildern oder wie auch immer. Geldern war, glaube ich, eine Stadt in Oblivion. Ja. Gilead oder Gilead oder sonst irgendwas. Also irgendwie habe ich es heute mit den Namen. Wenigstens wartet der Esel. So. Wie weit ist jetzt? Na gut, dann als nächstes nochmal ein Abstecher bei der Burg, um den Quest abzugeben und uns den nächsten Kopfgeldjäger-Quest zu holen. Was ist das denn? Also irgendwie sieht das fast aus wie ein Mensch oder so. Was ist das da, wie so eine Hand oder so? Naja. Bisschen da sehr merkwürdige Steine. Und wieder ein Wildschwein. Ja, die Weitsicht ist schon schön. Besser auf jeden Fall als die normale Ansicht. So findet man manche Orte auch leichter wieder. Wie man ja an der Brücke gesehen hat. Irgendwie plane ich die Routen vorm Let's Play immer relativ gut und dann, wenn es anfängt, passiert irgendwas. Und ich bin schon wieder an Orten, wo ich gar nicht hin wollte. Eben auch schon wieder, als ich die ganze Zeit in dieser Seitenhöhle da rumgelaufen bin und versucht habe, den Ausgang da zu finden. Ja. Ist das jetzt überhaupt? Ja gut, ist richtig. So. Dann holen wir uns mal die Belohnung. Ach so, muss ja erst absteigen. Was ist jetzt los? Ja, toll. Gut, ich muss scheinbar die Aufnahme beenden, aber ich werde, wenn ich wieder aufnehme, auch schon das Zeug verkauft haben, was ich jetzt da so eingesammelt habe. Also, wir sehen uns dann gleich wieder.